Sichern, bringe die Person aus dem Gefahrenbereich und lege sie auf einen harten Untergrund. Prüfen, erkenne hier an der fehlenden Reaktion eine Bewusstlosigkeit. Erkenne an 10 Sekunden Atemkontrolle einen Atemstillstand. Rufen. Setze jetzt den Notruf ab oder lass jemanden die Profis informieren. Mache den Oberkörper der Person frei. Setze einen Handballen in die Mitte des Brustkorbs, nimm die andere Hand unterstützend dazu. Drücke zweimal pro Sekunde für 15 Sekunden den Brustkorb tief ein und entlaste dazwischen vollständig den Brustkorb. So drückst du das Herz zusammen und pumpst Blut durch den Körper und lässt dem Herz genug Raum, sich wieder mit Blut vollzusaugen. Überstrecke dann den Kopf der Person und beatme die Person zweimal mit normalem Atemzug in die Nase oder den Mund. Achte darauf, den nicht genutzten Atemweg zuzuhalten. Drücke 30 Mal und beatme zweimal im Wechsel, bis die Profis übernehmen. Für genauere Informationen und weitere EH-Tutorials gehe auf erstehilfe.de.